Ausstattung und Ausgestaltung der Fahrgasträume ermöglichen ein angenehmes Reisen. Die zurückgesetzte Führerkabine bietet dem Triebwagenpersonal größere Sicherheit. Die Anordnung des Führerstandes bietet dem Triebwagenpersonal gute Sichtmöglichkeiten. Eine Sicherheitsfahrschaltung überwacht ständig die Dienstbereitschaft des Triebwagenpersonals. Die pneumatische Hochleistungsbremse des Triebwagenzuges wird noch durch eine Magnetschienenbremse unterstützt. Die Dieseltraktion ermöglicht also neben ihrer Wirtschaftlichkeit auch ein schnelles und bequemes Reisen und begünstigt die Reinheit der Luft, vor allem in den Großstädten. Es ist deshalb auch ein Hauptanliegen der Eisenbahnen der sozialistischen Länder, das Dieselprogramm vorrangig zu verwirklichen. Heute gehört der neue Schnelltriebwagenzug auf internationalen Strecken, wie hier an der Eisenbahnfähre in Warnemünde, schon zum gewohnten Bild. Das Fährschiff aus Dänemark ist fahrplanmäßig eingelaufen, die große Heckklappe hat sich weit geöffnet und millimetergenau wird jetzt die Schienenverbindung zwischen Eisenbahnfährschiff und Festland hergestellt. Nun kann der SVT, der Neptun, wie er im internationalen Fahrplan zwischen Kopenhagen und Berlin genannt wird, aus dem Fährschiff herausfahren. Die Einheit des fast 100 Meter langen Triebzuges umfasst zwei Triebwagen und zwei Mittelwagen. Auf Wunsch kann der neue Zug aber auch mit drei Mittelwagen zu einer Fünfwagen-Einheit zusammengestellt werden. Alle Wagen sind durch Scharfenberg-Kurzkupplungen und geschützte Übergänge eng miteinander verbunden und automatische Betriebskupplungen sorgen dafür, dass zwei gleichartige Triebzüge von einem Fahrstand aus gesteuert im Verbund fahren können. In den geräumigen Abteilen dieses großartigen Zuges findet jeder Fahrgast hohen Reisekomfort und angenehmen Aufenthalt. Der SVT gleicht einem Hotel auf Rädern. Bei einer Höchstgeschwindigkeit von 160 Stundenkilometern sind selbst große Entfernungen kein Problem mehr. Der Fahrgast spürt kaum etwas von dem hohen Tempo. So weich, so ruhig rollt der Schnelltriebwagen über die Strecke. Alle Funktionen der Aggregate werden automatisch angezeigt. Der Zugführer kann mit ungeteilter Aufmerksamkeit die Strecke beobachten. Die großen, breiten Fenster des Triebzuges bieten den Reisenden eine gute Sicht. Auf welcher internationalen Strecke der Zug auch eingesetzt wird, er findet überall achtungsvolle Anerkennung. Wo man auch hinschaut, der Siegeszug des Dieselmotors ist auch auf den Schienenwegen nicht mehr aufzuhalten. Die Dieselfahrzeuge aus dem DDR-Schienenfahrzeugbau haben den guten Ruf unserer Werke in alle Kontinente getragen. Die V15 und V18, die V60 für den Rangierverkehr, die V100 im leichten Streckendienst, die V180 für den Reise- und Güterverkehr und die modernen Schnelltriebzüge aus Görlitz. Sie werden vom deutschen Innen- und Außenhandel, Transportmaschinen, Berlin, in alle Welt geliefert.